ist hier auch ein Junge aus dem Quartier Lateng. Wir kennen uns auch privat. Wir sind cool miteinander. Man hat Kontakt. Wir haben uns auch schon persönlich mal zu zweit so getroffen und gelabert und so. Hat angefangen mit Deutschrap-Content und hat dann, angelehnt an Internet-Historian, angefangen mit Editing Skills, einen ganz neuen Film in YouTube-Deutschland reinzubringen. Versucht zu canceln, wurde aber glücklicherweise abgewehrt und ja, 700.000 Abonnenten in 2 Jahren, Alter, 963.000 Aufrufe an einem Tag, Nummer 1 in den Trends. Es wird ungesehen geliked und es geht anscheinend um ein U-Boot. Nett. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, was der junge Herr gemacht hat. Das hier ist für mich wirklich nur ein Abschalt- und Entspann-Ding. Ne? Es ist jetzt, wir machen hier viel Content, wo ich auch was dazu sagen kann. Ne? Wenn es um Battle Rap oder sowas geht, dann habe ich da immer meinen Senf dazu zu geben. Aber das hier ist einfach was, das möchte ich mir gerne mit euch zusammen reinziehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich. Lacht an den richtigen Stellen. Ein paar von euch bleiben mir erhalten und let's go. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben seine Augen, tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Das ist richtig. Man macht seine ersten Schritte, besucht den Kindergarten, sieht die Natur, die Städte und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig. Das war doch ein Zimmel, oder? Natur. Das ist einfach ein nackter Mann, Digga. Die Städte und das ist eine echte Stimme. Findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planeten sind. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt konfrontiert. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle. Du wirst sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Yes, don't fart. Ey, ich träume das voll oft. Weil es gibt ja so voll viele Stories von so Leuten, die in Höhlen vorwärts reinkriechen und dann stecken bleiben und nicht mehr rauskommen und da dann verenden. Ich bin jetzt kein besonders klaustrophobischer Mensch, aber ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, wenn meine Arme so an meinen Körper gedrückt wären und ich könnte meine Arme nicht von meinem Körper wegmachen, da würde ich total Panik kriegen, glaube ich. Und ich habe sehr selten Albträume. Ich träume immer krass intensiv. Ich träume auch meistens echt abgespacede Sachen, aber ich habe selten Albträume. Wenn ich Albträume habe, dann immer, dass ich in so einer Höhe, also dass ich irgendwo so feststecke. Und manchmal träume ich auch, dass ich irgendwo sehr tief runterfalle. Das sind so die einzigen Albträume, die ich habe. Das Problem ist, beim Runterfallen wache ich immer auf, wenn ich aufkomme. Aber bei diesem Steckenbleiben, das zieht sich dann teilweise auch über, keine Ahnung, Zeitgefühl kannst du ja im Traum nicht einschätzen. Aber ich wache dann halt nicht auf, sondern bin in dieser Situation. Das ist echt Horror, Mann. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram-Profil aus, aber alles, was einen Eingang kleiner als Faustregel 6 Joghurtdosen hat, ist absolute No-Go-Zone. Ja, einfach sein lassen, Digga. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem dir ein Troll 3 Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones Fallen, die von der Decke hängen, bevor du jemanden halbtot kopfüber... Digga, das Editing ist halt einfach ein anderes Level, ne? ...in einem Loch auffindest. Oh ja, es kommt alles zusammen. Zweitens, begib dich niemals an die obersten 5% der Erdoberfläche. Super Luigi! Es gibt einen... Wisst ihr, dass man, wenn man auf den Mount Everest steigen möchte, ich glaube, das gilt dann auch für den K2 und die anderen, ich glaube, über 8000er, dass man mit fast garantierter Sicherheit Leichen sieht, weil man die von da oben nicht bergen kann, weil die Luft so dünn ist, dass man da mit Helis und so nicht hin kann und auch ansonsten einfach sehr wenige Menschen da oben waren. Das bedeutet, wenn da jemand ist und er friert, der bleibt dann da sitzen und wird halt auch konserviert. Wenn man auf den Mount Everest steigt, man steigt einfach an Leichen vorbei von Menschen, die da gestorben sind, die da auch einfach für immer wahrscheinlich bleiben werden. Das ist voll krass. Ja, der K2 ist halt noch schwerer zu besteigen, ne? Der ist nicht so hoch, aber der ist noch schwerer zu besteigen. Da sind da noch mehr sogar? Ich glaube. Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön, genau dafür wurden Kameras erfunden. Wie bitte? Das ist nicht das Gleiche? Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Hey Brian, Lust auf einen Eiskotz? Und am... Digga. Allerwichtigsten, begib dich niemals, unter keinen Umständen, in die tiefsten Gegenden des Meeres. Oh, cool. Ey, das fasziniert mich aber irgendwie. Ich finde auch Haie sehr faszinierend. Mein nächstes geplantes Tattoo, beziehungsweise eins der nächsten geplanten Tattoos,
ist hier über meine Seite möchte ich gerne naturalistischen Hai haben, der nach hier, nach innen den Mund aufreißt. Ja, ich richtig Bock drauf. Also so Tiefsee und so Riesentiere. Ich bin auch total dabei. Ich habe alle Dokus über Megalodon und so gesehen. Und ich möchte auch einfach gerne glauben, auch wenn es total unrealistisch ist, ne, weil es ja Quatsch ist, dass irgendwo in der Tiefsee, dass da noch Dinos und sowas leben. Ich finde das einfach geil, das zu glauben. Und deshalb glaube ich das, auch wenn ich rational weiß, dass es Blödsinn ist. Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist. Also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was soll da schon bei rumkommen? Wasser 2? Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Nee, das Spiel Subnautica kenne ich nicht, aber klingt interessant. Erzähl mal. Schrimp, eine Krabbe. Lecker, Thunfisch. Außerdem sind 94 fucking Prozent des ganzen Meeres auf dieser Welt noch unerforschtes. Wusstet ihr, Gott, ich wollte doch eigentlich nur reacten und jetzt mache ich wieder JJG-Modus, dass Oktopusse, habe ich letztens ein Video gesehen von so einem international Riesen-YouTuber, dass Oktopusse einfach am nächsten an das rankommen, was wir unter außerirdischer Intelligenz verstehen, weil Oktopusse sind nach Menschen wahrscheinlich sogar, man kann es nicht messen, weil es eine andere Art von Intellekt ist, aber die so gesehen intelligentesten Tiere auf diesem Planeten. Und da die aber ganz früh schon in eine andere Evolutionsrichtung gegangen sind, funktioniert die Intelligenz bei denen nicht so wie bei uns, sondern die haben verschiedene neuronale Nervenzentren in allen ihren Armen plus ein zentrales, sodass die quasi 9 Gehirne haben, die alle zusammen funktionieren. Die haben krasse Problemlösungsstrategien. Die können Menschen unterscheiden voneinander, können Beziehungen aufbauen, können durch Labyrinthe durch, Türen öffnen, Zusammenhänge herstellen, dass wenn die da drauf drücken, da passiert was. Oktopusse sind einfach auf dem Level von Kindern beziehungsweise Schimpansen, so von dem, was die drauf haben, was Problemlösung angeht. Das ist total krass. Das ist total krass. Oktopusse sind so kranke Tiere, Mann. Es gibt Beat für uns Menschen, weil an den Großteil kein Licht kommt und der deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben. Wie zum Beispiel ein Fisch, der 2 leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anstarrt. Der hier sieht aus wie ein Pokémon. Ich habe ja letztens, ich weiß gar nicht, wie oft an die OGs hier, wie oft habe ich hier schon über unseren Umgang mit Haien gerantet. Ich weiß gar nicht, warum mich das bei Haien so krass viel mehr trifft als bei anderen Tieren. Und ich weiß auch, dass es inkonsistent ist, weil ich ja Fleisch esse. Aber was wir mit Haien machen, es geht gar nicht. Ich liebe Haie. Haie sind so geile Tiere, Mann. Bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv? Wenn man nach Körper- und Hirnmasse geht, gibt es andere Tiere. Ja, aber genau das sage ich ja, Lemmy. Du kannst bei Oktopussen nicht von Hirnmasse ausgehen, weil das ganz anders strukturiert ist, die Intelligenz bei denen. Die haben quasi eigene Gehirne in ihren Armen jeweils. Die haben quasi 9 Gehirne, wenn du so willst. Das ist ja das Krasse. Aber es funktioniert halt bei denen über Neuronen, die nicht in einem Gehirn zusammengefasst sind. Das ist crazy. Es ist crazy. Oktopusse sind crazy Ficker, Digga. Und Haie sind der hier wird dich töten, der hier wird dich töten, der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster, Riesententakelmonster, Gigatentakelmonster. For centuries, the bottom of the deepest seas have been off limits for a good fucking reason. Elden Ring Endboss Gegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten willst. Ein Computer Gaming. Boah, nur Liebe, dass Jules einfach die Fufheit das hier einblendet. Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Dieser Fisch sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem Meer gekrochen sind, um uns weiterzuentwickeln, sondern weil wir fucking Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumschwimmt. Doch wenigstens bist du gebumst, sicher ja. Vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Vorteile, die... Was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Außerdem random Wasserexplosionen. Riesige Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen in Höhlen rein. Ah, geil. Ich kann das übrigens.
Ich habe ja früher Turmspringen gemacht. Ne? Ich bin ein sehr guter Schwimmer und ich kann auch ewig die Luft anhalten. Und es gibt diese Technik, ich habe das früher bei Galileo gesehen, dass man sich so auf den Meeresboden sinken lässt. Dafür muss man ja schon ungefähr 2/3 der Luft aus der Lunge rauspumpen, damit man überhaupt schwer genug ist. Und dann diese Ringe machen, wie die gerade da waren. Und wenn du dann irgendwie in 3 Metern auf dem Boden von einem Schwimmbecken liegst und diese Ringe machst, dann sind die nach oben, haben die dann einen Durchmesser auf einmal von 3 Metern oder so. Das sieht total geil aus. Ich liebe es, ich bin auch behindert. Ich gehe locker 50, 60 Mal im Jahr einfach ins Schwimmbad. Schwimmen ist das Geilste. Schwimmen ist so Liebe, Digga. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 Zentimeter groß ist. Immer noch nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Unterwassermikrofon. Das ist so krank. Wie gesagt, Tiefsee bin ich drin. Dieser Bloop, wenn ihr nicht wisst, was das ist, Jules redet ja keine Scheiße. Was jetzt kommt, was der jetzt erzählt, wenn der das erzählt, was ich auch weiß, dann stimmt das. Und das ist so creepy, Alter. Das ist so creepy. 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy-Unterwassermikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig in einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Heißt, du hättest ihn beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein fucking 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Das ist so krass, oder? Das ist so krass, oder? Und so wurde die Erklärung vom Bloop-Monster geboren. Was ungefähr so aussehen müsste, um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Und das ist fucking Real Talk. Es gab dieses Geräusch und man weiß bis heute nicht, wo das herkommt. Es gibt ja auch ein Wow-Signal aus dem Weltraum, genau das gleiche. Aber dass irgendjemand von irgendwo 20 Lichtjahre entfernt mal Radiowellen schickt, würde mich weniger überraschen, als dass bei uns im Ozean einfach so ein Viech lebt, was sowas machen kann, Alter. Den Bloopfisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem... Ich meine, es wurde aufgeklärt, was das Geräusch verursacht hat. Also ohne jetzt hier den Kianosch raushängen zu lassen, ne? Liebe Grüße, Bruder. Es wird doch dann immer aufgeklärt. Ne? Damit, also auch, ich glaube, dass auch, wenn man es nicht wüsste, man irgendeine Erklärung rausgeben würde, auch wenn man sich nicht sicher ist, damit, um so die Verschwörungstheoretiker einzudämmen. Dem Blobfisch, der Fisch, der oft als das hässlichste Wassertier unseres Planeten bezeichnet wird. Naja, auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser, tauchen, nope. Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Na, wie bei Nessie. Bei Nessie sind halt verpixelte Fotos, paar Baumstämme und dann haben sich da Legenden entwickelt. Aber dieser Bloop wurde ja de facto aufgezeichnet. Und, ne, das ist nochmal was anderes. An Nessie glaube ich nun nicht. Das hier ist der Unternehmer und Business. Das Zerbrechen eines Eisbergs klingt angeblich ähnlich, vermutet man. Ein Unterwassereisberg, ja? Du weißt, das Eis, also das würde für mich als Laie jetzt, hat Eis ja eigentlich, ist die prägnanteste Eigenschaft von Eis, neben kalt sein, dass es immer über Wasser schwimmt. Es gibt ja gar keine Unterwassereisberge. Die gibt es ja nur an der Oberfläche. Natürlich sind 90% des Eisbergs im Wasser, aber die sind ja immer an der Meeresoberfläche. Wie soll denn unter Wasser ein Eisberg entstehen? Ist sofort unlogisch. Man Stockton Rush. In Fachkreisen wird er der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen. Glauben Sie, dass ich Elon... Mögt ihr Elon Musk? Ohne Erklärungsnot. Einfach mal ein Ja oder Nein in den Chat. Mögt ihr Elon Musk? Masken? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen... An welchem Eisberg ist denn die Titanic gesunken? Die Titanic ist an einem, logischerweise an einem Überwassereisberg gesunken. Wenn du willst. Und zwar habe ich ja gesagt, dass immer ungefähr 90% von einem Eisberg unter Wasser sind. Lass es 95, 85, was auch immer sein. So. Nehmen wir an, das Rote hier. Na, nicht wundern. Warte. Nehmen wir an, das Rote hier ist die Wasseroberfläche, okay.
das hier, das Boot hier, das ist die Titanic. Und der Eisberg, der war hier überm Wasser und ist dann aber zur Seite weg unter Wasser gewesen. Das bedeutet, die Titanic ist hier auf das Unterwasserstück gestoßen, weil der Eisberg viel weiter weg, nämlich hier, über Wasser war. Aber es war auch ein Eisberg an der Wasseroberfläche. Eisberge sind immer an der Wasseroberfläche. Geht nicht anders. Es geht physikalisch gar nicht anders, weil Eis viel weniger dicht ist als Wasser. Der Physiker-Endboss hier an der Stelle. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Sehr, sehr stark, Watch Lemmy, genau so. Ende eines langen Elon Musks in einem edlen Elon Musk. Sein Leben verbrachte er damit. Nein, joa, jein, keine Ahnung, ja. Ich finde Elon Musk auf jeden Fall hoch und haltsam. So viel kann ich sagen. Ich weiß aber auch nicht so viel über ihn, wie was so seine politische Agenda angeht. Ich bin ja selber, habe ja auch teilweise ein bisschen konservative Ansichten, aber er scheint ja auch schon ein bisschen Bullshit so erzählt zu haben, kein Plan. Außerdem hat er Amber Heard gebumst. Aber all in all finde ich Elon Musk eigentlich cool. Mit verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Wow. Er war ein Mann, der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte und so fand er mit Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. Der hat auch einfach ein Faible für die gleichen Filme wie ich, diese Fantasy-Franchises. Fluch der Karibik, Herr der Ringe, sehr gut, Jules, bester Mann. There is no private access to the deep ocean. And yet, there's all this life to be discovered. The future of mankind, I like to say, is underwater. Und was braucht man dafür? Richtig, U-Boote und massive Eier, holy shit. Beste South Park-Folge, da stellen die einfach... Nein, ich erzähle es jetzt nicht nach. Nun, Scheiße, das ist auch einfach kein gutes Thema heute. Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so gründete er 2009 die Firma OceanGate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Touristen wie zum Beispiel Macklemore. Now we're submerged and dreams become a reality. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? No. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Und ich meine, Haie angucken ist cool, aber das kann man auch ohne ein U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft... Du sagst immer beste South Park-Folge, da müsst ihr mal Joel fragen, Alter. Joel ist ja immer, wenn wir Thanksgiving feiern, ist Joel ja auch immer da, bei meinem Papa. Und Joel trinkt sehr selten Alkohol. Was auch bedeutet, dass Joel, gerade wenn er an Thanksgiving Whisky getrunken wird, sehr, sehr schnell betrunken ist. Und wenn Joel dann seine 2-3 Whisky-Cola drin hat, dann fängt, und das ist schon gegeben, wenn der Truthahn dann weg ist und wir da um 22.30 Uhr sitzen, mein Papa und ich spielen immer Gitarre, es läuft Football, fängt Joel immer irgendwann an, über South Park zu reden. Und Joel hat auch immer dieses, das ist die beste South Park-Folge, das ist die beste South Park-Folge, weil es ist auch einfach jede South Park-Folge die beste South Park-Folge. South Park ist einfach geil, Mann. Zukunft unter Wasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. Zum Beispiel aus Deep Blue Sea oder auch einem unterschätzten Klassiker, nämlich Mac. Manchmal ist Shell doch einfach geil. Kilometertiefe Tauchgänge, um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. OceanGate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Stockton Rush wollte tiefer. Ja, ja. Das ja, Nalsonde ist doch sogar die Pilotfolge, oder? RMS Titanic, das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio... Beste Kollabo, Alter. Leo hat einfach eine Katze. Ach Gott, wegen Kate Winslet vielleicht? Nein, Aprio an Bord gegen einen Eisberg rammte. Aber Bombenfilm Titanic. Und seitdem kilometerweit unten auf dem Meeresboden ruht. Es hat Jahre gedauert, es zu finden. Und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen erblicken können. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende spielte. Und das ist sogar real, ne?
Also viel hat sich ja auch so als Mythos und Übertreibung herausgestellt, aber das mit der Kapelle scheint tatsächlich real zu sein bei der Titanic, soweit ich informiert bin. Seitdem als Geister um das Wrack der Titanic herumschwirrt. Auf dem sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis, welches sich vor mehr als einem Jahrhundert abspielte. Und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. So romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten $250,000 Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten. Man muss auch wirklich einfach mal Hack dafür geben, was Jules da editing und cut-technisch macht. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile einen Cutter gefunden hat. Wenn er einen Angestellten hat, ist es einer. Ich glaube aber, er macht immer noch seinen Stuff alleine. Ich weiß nicht genau. Aber wenn man überlegt, dass Shuyoka zwei Angestellte hat, dann ist das ist schon absolut wild. Absolut wild. Ich will gar nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden in so einem Ding drinstecken. Und die Zeit lief ihm davon, denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. The Titanic will melt away and be gone in 20 years. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eiffeltürmen, 64 Fußballfeldern oder 9... Wie hoch ist der Eiffelturm? 400 Meter oder so? Kommt es hin? Das heißt, es wären dann so... 3,8 Kilometer, okay. 3,8 durch 12, da fragst du mich was. 3800 Meter sind dann 380 Meter. Und davon nochmal ein Fünftel weg, sind dann so ungefähr 345 Meter. Kommt das hin? 345 mal 10 sind 3450. Ja, ein bisschen weniger, 330 oder so. 1,3 World Trade Centern. Sorry. Und so werkelte der Meisteringenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren U-Booten, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Ey, ihr müsst euch halt überlegen, ne? Das ist übrigens schon wieder Flut der Karibik hier. Wenn da unten was kaputt geht, ne? Wie auch bei der Titan, du bist einfach sofort tot. Du implodierst. Das ist so crazy. Ich glaube, da passiert ungefähr dasselbe mit dir wie im Weltall halt, ne? Im Weltall wirst du so auseinandergerissen und da wirst du zusammengedrückt, keine Ahnung. Das schützt dich einfach Glas vor einem Tod innerhalb von Millisekunden. Das ist echt krank. Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur fucking Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan. The Queen of the Fleet. Welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Okay, bevor es jetzt zur Sache geht, gehen wir nochmal pinkeln. Ich glaube, wir wissen ja, worum es geht. Ich bin mal gespannt, wie er den Tod von 5 Menschen hier humoristisch verarbeiten will. Aber let's go. Ich würde es eigentlich gerne passend zum Thema hier ein bisschen blauer machen. Ist das cool, wenn wir so bei Unterwassersachen sind? Ist eigentlich cool, oder? Oder flimmert es? Nee, passt doch, oder? Ist doch eigentlich geil. Können wir uns schön auf die Tiefsee einlassen, Alter. Welcome. And that will open up 50% of the planet. Titan. Und wie man erkennen kann, es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf eine Reise zum Wrack der Titanic begeben. Der Ablauf läuft wie folgt. Man steigt mit einer maximal 5-köpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind, und taucht 2,5 Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Die Leichen sind aber alle schon aufgefuttert wahrscheinlich, oder? Und
ersetzt und so. Kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an. An das Mutterschiff, an der Oberfläche. Wenn man genug gesehen hat, drückt man den grünen Knopf, pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus, ersetzt die Gefäße somit mit Luft, lässt die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder hoch. Yippie, hurra! Stockton Rush hat eine Million gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Ich find's krass. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich sage, aber wenn man so einen Stuff hat, dann denkt man sich manchmal, ey, da muss ja die übelste Technik hinterstecken. Das kann ich auf jeden Fall sowieso nicht nachvollziehen. Ich versuch's gar nicht erst. Und am Ende sind es einfach ein paar Steine, die abgeworfen werden. Und dann geht es wieder nach oben. Ich verstehe zwar nicht, was das ist mit diesem Wasser ablassen und dann Luft reingepumpt, weil die Luft muss ja irgendwo herkommen. Die ist wahrscheinlich voll komprimiert, keine Ahnung. Aber es ist halt allein, es ist halt ganz, ganz easy. Meistens sind solche hochkomplexen Sachen ganz simpel. Ist verrückt, ey. Oh, fuck. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den U-Boot-Tourismus bekannter zu machen. Come join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The Ocean Gate Titanic Experience. Denn Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglücksstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Are you making money on this operation? No. So, not yet. Yes, you are a compulsive liar. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich cool auf seiner mit Boomer gefüllten Facebook-Timeline aussehen muss. I don't have a boyfriend and I don't want it. Stockton Rush überwältigte die Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme, die andere davon Brandte. Überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Es war für Stockton Rush ein ganz normaler Sonntag. Ich bin echt gespannt, wie er jetzt die Kurve kriegt. Ey, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wurde das Scheißding nicht mit einem Xbox-Controller gesteuert? Oder ist das so eine, ist das eine Ente gewesen? War das nicht ein scheiß Xbox-Controller, Alter? So, it's your big day. It is my big day. How are you feeling? Very excited. Diesmal haben sich vier andere Passagiere von der Idee begeistern lassen, die Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Der zufällig reichste Mann Pakistans, zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher bei dem Guinness-Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul-Henri Nargeolet und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut Hamish Harding. Wir sind exzentrische reiche Säcke, also gehen wir auf 4000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich meine, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der siebte Ferrari ist nach dem achten Mal fahren auch irgendwie langweilig geworden und der Privatjet hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher, also warum nicht einfach mal die Titanic sehen. Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See, als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später Kontaktabbruch. Aber ganz kurz, wenn dieser Dude ein Monopol hatte, ne? Wenn dieser Dude ein Monopol hatte, man hat ja ganz lange danach gesucht, wie hätte man das U-Boot denn überhaupt bergen wollen, wenn es ja anscheinend nur ein Schiff gibt, oder habe ich das falsch verstanden, was überhaupt so tief runter kann?
Kommunikation vom Mutterschiff zum hinabsinkenden U-Boot wurde gekappt. 5 Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation zur Außenwelt. Zusteuernd auf ein Wrack eines Schiffes, welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große Suchaktion ging los. Es sollte ein Wahnsinnsabenteuer sein. Herausgekommen ist ein Wahnsinnsalbtraum. Das war echt. Wie lange war das, bis dann sicher war, dass die tot waren? 2-3 Tage safe, oder? Dass das komplett alle Nachrichten dominiert hat. Es ist wirklich manchmal, also ohne das jetzt klein zu reden, ne? Ich finde es manchmal so komisch, wie viele Menschen sterben jeden Tag an unserem Versagen, an unserer Kriegstreiberei und an unserer Gier. Und die ganze Welt guckt auf diese 5. Wie verarscht muss sich eine ukrainische Mutter oder eine israelische oder palästinensische Mutter vorkommen, Alter? Wenn die sehen, okay, da sind so ein paar Milliardäre, die unbedingt 4000 Meter tief tauchen wollen und das dominiert jetzt gerade die Weltnachrichten. Ich finde da manchmal die Gewichtung ein bisschen komisch. Also einfach skurril, wisst ihr? Einfach skurril. Weil stellt euch mal vor, wie viele Menschen man mit dem Geld, was man da rein investiert hätte, an anderer Stelle hätte retten können. Hier drang die Nachricht schließlich auch zu den Medien durch und was daraufhin geschah, das. Aber es ist halt nicht so spektakulär. Nach der Werbung. Oh, heiliger Finanzguru, nachdem ich mir endlich die App heruntergeladen habe, habe ich jetzt 3 ganze Wünsche frei. Ich wünsche mir einmal. Schätzt mal, was kriegt Jules für ein Placement? Ich sag 30. 30 bis 40. Eisberg, dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Einen Terminator auf euch losschicken. Wow. Gegen mit der Finanzguru-App. Spiel haben und einen Terminator auf euch nicht losschicken. Genug. Wow. Du, es geht schon gut, Alter. Du, es wird schon gut gehen, glaub mal. Der release zwar nicht oft, aber sein Twitch ist, glaube ich, auch durchgehend bei 1000 Leuten. Er release schon gut. Werbung nicht überspringen. Warum Werbung nicht überspringen? Leute, checkt Finanzguru ab, Alter. Ist das wichtig? Ist doch bei mir scheißegal. Oh, Jules, das ist mal wieder eine super seriöse Werbung. Das segnen wir genau so ab. Hol dir jetzt die Finanzguru-App und benutze den Code Jules, um Finanzguru Plus für ganze 3 Monate kostenfrei zu benutzen. Für sehr viele atemberaubende Vorteile. Oh mein Gott, die App ist so gut. Ich ersticke. Werbung Ende. Die Nachricht vom verschwundenen U-Boot erreichte also Stück für Stück die Medien und so kam langsam ans Licht, auf was für einem unfassbar riesigen Eisberg dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Ich habe eine Nachricht für die, die Werbung überspringen. Angefangen mit der Konstruktion des Ocean Gate Titan U-Boots kamen Stück für Stück immer mehr. Wie gesagt, mehr um mal Fresh Dumbledore zu zitieren. Das ist mein frischer Homie, der hat Sonderrechte. Bus und Details an die Oberfläche und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine... Obwohl, der Wichser kann ich euch ja mal zeigen. Der Wichser hat einfach, der hat einfach gesagt, ja, nee, das gilt ja nur für die großen Streamer. Obwohl, nee, ich zeig euch nicht, um ihr falsch machen. Ich absolute Shitshow, dieser Mann da ablieferte. If that's your idea of safety, then you're doing it wrong. Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017, als Stockton Rush anfing, dieses Prachtstück zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehendes Stück von Gefährt. Ja klar, Alter, warum auch nicht, wenn du ein U-Boot baust, was auf 4000 Meter Tiefe runtergehen soll, kann man ja bei den Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen sparen, ne? Haben sich die beim World Trade Center damals auch gedacht, komm, wir bauen, weiß ich nicht, 800, 900 Meter, nee, 600 Meter hohen Wolkenkratzer, Brandschutz, ist überbewertet, Alter, komm, wir kaufen die billigen Stahlträger, scheiß drauf. Menschen sind so beschissen teilweise. Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. I'm a civilian. Also, holt eure Zettel raus, es wird Zeit für eine kleine Kani ist der Geilste. Kennt ihr das, wo Kani so sagt?
And yes, I've had a doctor. I'm not gonna say what religion my doctor had, because it's gonna get me in trouble if I say what religion my doctor had. It was a Jewish doctor. Ich schwöre, Kanye ist so hängen geblieben, aber es ist so funny, Alter. Kanye ist so funny, Digga. Musikstunde. Hey, Vsauce, Michael here. Your song to read is very safe. Or is it? Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich Stahl oder... Stellt euch mal diesen Moment vor. Ihr seid auf 4000 Meter Tiefe und auf einmal fängt euer Fenster an zu springen, Alter. Titanium. I am... Der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann und womit baute er sein U-Boot? Kohlenstofffasern. Carbon Fiber. Carstens Flyer. Carbon's Fiber. Er meinte, er sei Innovator und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen überschreiten. Man würde sich an einen erinnern für die Regeln, die man gebrochen. Also ich kenne mich leider so, was, ja, was ist das denn überhaupt? Geologie, würde ich fast sagen, ne? So Materialkunde, keine Ahnung, Bauwesen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Überhaupt gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, ob Carbon da gut oder schlecht für ist. Da bin ich ganz, 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 ganz schwach drin. Hast ein paar Gebiete, wo ich mich sehr gut auskenne und ein paar Gebiete, wo ich aber auch brutale Bildungslücken habe. Und das gehört total dazu. You remember the night before, yeah. You know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. Looks pretty strong. I should build a submarine out of this. Tja, brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft, als würde man in den fucking Obi laufen und nach einer Abteilung für U-Boot-Teile fragen. Bist du dumm, du gottverdammter Hurensohn? Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen 250.000 Dollar Willy Wonka-Tickets anbieten könnte. Es wurden Schrauben in die U-Boot-Wände gebohrt. Ein Schraubengewinde, was hat das für eine Erhebung? Einen halben Millimeter vielleicht? Bei großen Schrauben vielleicht 2 Millimeter? Das bedeutet, diese 2 Millimeter sind das, was diesen Wasserdruck in 4000 Meter dann davon abhält, die Schraube nach innen aus der Wand rauszuschießen? Das ist ja krank. Könnte. There's no GPS underwater, so the surface ship is supposed to guide the sub to the shipwreck by sending text messages. Das U-Boot wurde mit einfachen Kabelbindern repariert. Außenteile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Das Glasfenster ist für 1300 Meter geeignet, soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Die Scheiben haben eine Stärke von 9 Zoll. Sollten sie nachlassen, heißt das in 2... Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Millisekunden, sayonara. Dafür hat unser U-Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so, genauso wie im Flugzeug halt. Oh, fuck. Bei den essentiellen und wichtigen Materialien wurde gespart. Aber Hauptsache, das U-Boot hat einen 40-Dollar eBay Bluetooth-Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Das hier ist die In... Das Meme von dem Bruder hier verstehe ich übrigens nicht. Ich sehe das total oft. Was soll das darstellen, das Meme? Also was ist so die Expression, die der hat? Ich check's nicht. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Meme verwenden soll. Das hier ist die Inneneinrichtung von James Camerons U-Boot. Das ist James Cameron, der Tapfer-Pionier. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins. Und jetzt guckt euch diese XXL-Ravioli-Dose an. Oh my God, this looks miserable. Holy shit. Eine aufmachbare Luke durch... Digga, ich würde so sehr aus diesem U-Boot wieder aussteigen, sobald ich das von innen gesehen habe. Ja, dass das Kurt Angle ist, weiß ich. Mann, Alter, in seinem USA-Buddy, worüber reden wir? Übrigens hat er auch in dem Film Warrior eine tragende Rolle gespielt vom russischen MMA-Fighter Koba. Warrior, großartiger, sehr unterschätzter Film mit Tom Hardy, Joel Edgerton und Nick Nolte, der sogar den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat. Also fick mich nicht. Ich weiß nur nicht, was das Meme aussagen soll.
die man rausklatschen kann, braucht er nicht. Sein U. Johnny Bones Jones, gell? Dass deine erste Nachricht in dem Moment ist, wo ich über MMA rede, Alter. U-Boot wird erstmal mit Hilfe von Schrauben von außen zugebohrt. We're sealed. We're in here. Damit man sich danach in einer Art Vakuumkapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Unglaublich. Zum Beispiel ein U-Boot. Es gibt zwar 7 verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen, heißt die... Na, Johnny, ich lösche die Nachricht mal... Oder löscht die Nachricht vielleicht mal selber? Ich weiß nicht, wie man eine Nachricht löscht, Alter. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man eine einzelne Nachricht löscht. Ah! In meinem Kopf teilen die Brüder das Geld am Ende einfach, egal wer gewinnt, weißt du? Deshalb ist alles Doch gut. Doch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Es ist gleich hier, es ist doch angezeichnet mit einem fetten Stift. Dieses Drake und Josh so geil gewesen, Mann. Unterirdisch schlecht konzipiert. Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boots und zahlreiche Kennt ihr die Joko und Klaas-Folge von Duell um die Welt? Und ich glaube tatsächlich, dass das real war. Wo ich glaube, Klaas mit Schmitty in so einem U-Boot war und auf dem Meer, also nicht auf dem Meer, sondern auf irgendwie, weiß ich nicht, 30 Meter oder so runter musste. Und dann ist das mit Wasser vollgelaufen und die haben es nicht wieder hochgekriegt. Und das ist anscheinend echt knapp geworden. Und ich glaube, so wie die Expressions da waren, das müssten schon beide Cillian Murphy-Level-Schauspieler sein, wenn das nicht echt war. Ich glaube, da ist was schiefgegangen. Das war krass. Materialfehler. Müsst ihr mal gucken, Duell um die Welt U-Boot. Gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, dass er nur noch junge Leute mit genügend Imagination Menschen sind so seltsam, Mann. Wird und keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. Jo. Hä? War da ein alter weißer Mann, der recht gehört hat? Das gibt's ja gar nicht. A whole bunch of 50-year-old white guys. I wanted our team to be younger, to be inspirational. Und daraufhin hat die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten Gigachats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben, dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze... Warum darf der das? Ich meine, klar, Deutschland ist Bürokratiestaat so, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden. In Deutschland wirst du einfach mehr gefickt als woanders. Aber warum darf der das? Gibt es kein Gremium, was irgendwie regelt, dass der das dann nicht darf? Dass, wenn das U-Boot scheiße ist, dass der da nicht runtergeht? Und ihr wisst, was ich meine, so beschissen das ist, ne? Dass man in Deutschland für jeden Scheiß 20 Mal zum Amt rennen muss. Ich bin mir relativ sicher, dass was du in Deutschland kaufen kannst und machen kannst und so, dass das alles 10 Mal geprüft ist. Wenn ich hier auf eine Kirmes gehe, würde ich mich deutlich wohler fühlen, als wenn ich in Uganda auf eine Kirmes gehe. Hm? Oder in Indien auf eine Kirmes gehe. Weil hier ist das alles safe und hier passiert kein Scheiß, Alter. Industrie gefährden würde. Oh nein, ich habe AirPods drin. Ich kann eure Kritik nicht hören. Ich tauche jetzt zur Titanic. Blub, 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 blub. Er hat auch als einziger Mensch sein U-Boot nicht von irgendeiner... USA sind genauso bürokratisch wie wir. Ein Scheiß sind die USA genauso bürokratisch wie wir. Oder ich habe eine amerikanische Staatsbürgerschaft, ich habe Familie in den USA, ich habe einen Papa, der nur auf Unbefristete hier ist. Ne? Mein Vater hat ja nur amerikanische Staatsbürgerschaft auch. Die sind ein Scheiß so bürokratisch wie wir. Deutschland ist, was das angeht. Vielleicht noch 1, 2 Länder in Skandinavien, aber sonst ficken wir die USA des Grauens. Mann, da gibt es Zeltstädte. Stell dir mal vor, du ziehst hier in ein Zelt. Dann kriegst du irgendwann einen Brief vom Briefträger, dass du dich da noch nicht offiziell angemeldet hast. Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltenden Seerecht jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das okay, krass. Ohne Zertifizierung. Krass, okay, ja. Sagt mir mal bitte, wie dieses Lied heißt. Das ist so ein Lied, das jeder kennt, aber keiner weiß den Titel. Doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotzdem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Because that's where we work with Boeing and NASA and the University of Washington. We partnered with Aerospace, NASA and Boeing on the design of our hull. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit? Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Haltbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb... War dieser Hundesohn mit in dem U-Boot? Habe ich das gerade richtig verstanden?
Deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft worden? Oh nein! Lügner! Lügner. Weil der ist halt einfach, und der ist halt de facto steuert? Eigentlich ein Mörder, ne? Der ist halt, eigentlich ist der Typ ein Mörder, Alter. Man so ein U-Boot eigentlich? Ein Lenkrad? Ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt? We run the whole thing with this game controller. Come on! Ein kabelloser B-Klasse, Logitech, okay. 30 Euro Amazon Logitech Controller. Logitech Video Game Controller! Get me out of this summer! Okay. Also ich wünsche ja niemandem den Tod, ne? Niemandem auf der ganzen Welt. Fast niemandem auf der ganzen Welt. Aber wenn du ein U-Boot zur Titanic bauen willst und das mit einem 29-Euro-Controller steuern willst, während du pro Fahrt wahrscheinlich einen 6- bis 7-stelligen Betrag machst, dann hast du auch ein bisschen drum gebettelt. Und um fair zu bleiben, Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach, weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Selbes gilt auch für riesige Bohrer- und Baggermaschinen. Der Controller... Ja, aber wenn da mal einer ausfällt, sagen wir mal so, für eine Minute... Dann machst du ein bisschen Verdienstausfall, aber wenn dieser Controller mal für 10 Sekunden spinnt, bist du halt tot, weißt du? War wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Doch hielt es Stockton Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, sollte besagter Controller mal wirklich defekt sein, dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann einst, ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. Ja. Ist keine Überraschung, dass der Typ tot ist, ne? Safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed. And it's meant for a 16-year-old. And it's meant for a 16-year-old. Alle vier Passagiere unterschrieben. Er hat einfach diesen Controller gerade dahin geworfen. Das ist ja unglaublich. Vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, in der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Boots hingewiesen wurde. In dieser Erklärung kommt 8-mal das Wort Tod vor. Could result in physical injury, disability, emotional trauma or death. Where do I sign? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für $250,000 in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt, sondern dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schmieden von fucking Mordor hergestellt wurden. Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen vorher geworben wurde, ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. You just cry a lot and just keep the dream alive. In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. Oh shit. In der Fahrt eines YouTubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. I can tell you right now, I feel like I dodged a bullet. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich. Und wisst ihr, was das war? Die U-Boot-Teile, die kilometerweit unten langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. Kommt ein Jumpscare? Just hired a 50-year-old white guy. Aber Hauptsache, das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Hier, fahren! Oh, fuck. Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt russisch Roulette gespielt. Und das Schlimmste daran, es war... ihm bewusst. The only way we were going to be able to help humanity unlock the secrets of the ocean was to get past the regulations. Stockton Rush hat einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn für Superreiche als eine Tourismusneuheit und Innovation der U-Boot-Industrie verkauft. Das ist ja ein richtig widerwärtiger Hurensohn, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Okay, legt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. We lost comm.
I think that would be a sentence I would never want to hear in my life again. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Passagiere sich vorher einfach... Digga, wenn meine Mutter morgen im Lotto gewinnen würde und da gesagt hätte, ey, das ist so ein Ding, das will ich mal machen. Ich hätte dir eine Fußfessel angelegt. Alter, was geht ab, Mann? Wie kann das denn durchgehen? Und wie können Leute so wahnsinnig sein? Ich glaube, wenn du Milliardär bist, du denkst einfach, du bist unverwundbar und unsterblich. So, ich glaube, du kriegst so einen Gottkomplex, Mann. Wahnsinn. Ist das krass. Mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten vielleicht nicht der sicherste Ort für ein Selfmade-U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel. Yeah, as you can see, the more you fuck around, the more you're gonna find out. Der Gedanke war einfach zu verlockend. Ein Tourismuskonzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000 Meter Marke erreichen kann, das riecht nach Geld. Money. Es würde 50% des Planeten eröffnen und das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen... Ja, aber leider ist er jetzt tot, ne? So kann es auch gehen. Zusammen mit den gemeinsamen Recherche- und Archivfähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt über diese unglaublich skurrile und dumme Situation, Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Meme! Jetzt kommen wir in die Hölle, Alter. Ab jetzt kommen wir, glaube ich, in die Hölle. Approved! Wie kann man das so tief sehen? Du Wichser, Alter. Okay. Chat, können wir uns darüber einig sein, wenn das jetzt so wird, dass wir jetzt darüber lachen dürfen und uns darüber lustig machen und es nicht dem Gedenken an die Toten da widerspricht? Kommen wir darauf klar, weil wir müssen da übereinkommen, ansonsten kann ich das nicht weitergucken. Wir müssen da cool mit sein, dass wir da jetzt auch drüber lachen dürfen, sonst können wir uns das hier nicht geben. Da müssen wir jetzt zusammen durch, das geht nicht anders. Seid ihr dabei? Wunderschön. Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich superreiche Menschen sind, ist wirklich jegliche überbleibende Empathie auf Null gefallen. They pay $250,000 for the full Titanic experience and it was delivered to them. Sinking is part of that experience. Ich meine, Milliardäre, die für einen Riesenhaufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden? Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Kawasaki! Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes... Ich liebe es, dass Jules-Videos auch immer so Zwischenparts haben, die dann nochmal so ein eigenes Thema aufgreifen. Es war zum Beispiel im 9-Euro-Ticket-Video dieser Erklärungspart, wie Reddit funktioniert hat. Es ist super, also... Man muss Hack und Respekt an Jules' Arbeit geben. Absolut, super geil. Und ich sehe jetzt schon so, Mann, ich bin irrelevant. Meine Videos auf YouTube haben vielleicht, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Klicks, wenn ich Reactions mache. In letzter Zeit eher auch mal 3, 4, weil ich lange inaktiv war. Wenn ich mal ein Musikvideo habe, was gut läuft, macht das 100.000 auf YouTube und 300.000 auf Spotify. Ich spiele da ja gar nicht mit. Aber trotzdem sage ich, wenn du ein Reaction-Video machst, hab zumindest den Anstand, bring ein bisschen was Eigenes rein. Weil ich sehe gerade, wir sind bei... Jetzt genau der Zeit für die Reaction, die das Video dauert, aber erst bei der Hälfte. Das heißt, ich bringe ein bisschen Eigeninput rein. Und mich nervt, und ich kann auch verstehen, dass es Jules nervt, dass es Leute gibt, die seine Videos gucken, zwei Sätze sagen, dann hat die Reaction eine Minute mehr Laufzeit als das Originalvideo und macht dann aber 600.000 Klicks, weil es eben ein Trimax oder whoever ist. Da kann ich verstehen, dass das abfuckt. Also gerade bei solchen Videos, finde, sollte man in der Reaction schon ein bisschen Mehrwert geben, Mann. Über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgeht. Und wenn der Mehrwert nur blödes Gequatsche ist über Unterwasserungeheuer oder mal lachen oder mal abschweifen oder so, aber es muss ja irgendwie noch ein eigenes Video sein. Ich will nicht wissen, wie viele Leute reich geworden sind durch Jules, indem die sich das angucken und machen und zweimal sagen, ja, Mann. Und so fucken Reactions doch ab, oder? Das nervt doch. Dann kann man sich doch auch das Originalvideo anschauen. Ich verstehe das nicht. Das U-Boot war. I am under the water. Please help me. Ihr werdet.
Das war Digital Blackfacing, du Rassist. Sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen. Warum hat denn Dan Bilzerian Kopf auf meinen Körper gemacht? Mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen. Die Ocean Gate Titan Memes schienen wirklich nahezu perfekt. Jeden einzelnen Checkpunkt von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jetzt Jahre. Jetzt zeig auch mal ein Best-of, komm. Ich will ein Best-of 5 tote Reiche sehen. Gib mir. Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattform wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch ich. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemonster, es waren einfach zu viele, um sie... Es gibt immer einen größeren Fisch. ...die alle aufzählen zu können. Da gab es doch diesen Reaction-YouTuber, der meinte, man könnte zu Jules nicht viel sagen. Ich eben oder was? Aber ich sag ja, ist ja mein Steckenpferd, dass ich sage, ich lass durchlaufen und dann labere ich die ganze Zeit. Aber Janik, wenn du zu was nicht viel sagen kannst, dann lad's halt nicht monetarisiert hoch, denke ich mir so. Das ist wirklich ohne Eigenanteil und da klaust du Juicy auch Klicks mit weg, ne? Können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Die Simpsons wissen auch einfach alles. Wäre einfach kein richtiges Ich glaube, das war Let's Hugo. Oh ja, ich erinnere mich, ich hatte Kuchen ihn auch für kritisiert, ne? Internet geschehen. Okay, Leute, was sagt ihr, wer macht's? Ohne was ihr hofft, wer es macht, ne? So, da wollen wir gar nicht reingehen. Aber was glaubt ihr, wer macht's? Trump oder Biden? Was sagt euer Bauchgefühl? Wer ist der nächste amerikanische Präsident? Ich glaube Trump. Ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. My conspiracy theory is that they're not actually lost, but this is all for publicity because they're millionaires and billionaires. Is this the only submarine that this company has and uses? Do they not have more equipment to go and save these people? If you're homeless, just buy a house. Die Rothschild-Ocean-Gate-Theorie. Ja, natürlich, Alter. Die Rothschilds. Immer die Rothschilds. Egal was geht, irgendwer tut immer die Rothschilds mit rein. Theorie, dass sie ihren Tod aus Steuergründen gefaked haben und jetzt irgendwo in den Stripclubs von Atlantis chillen. They're going away to an island forever. Yeah, they're probably faking their death. I don't know. It's just get away. Can't believe, yeah. These people had to have been in trouble or something and needed to fake their death. Something ain't right and the government's gonna try to... Ja, manchen Leuten sollte man das Internet auch einfach verbieten, ne? Manchen Leuten sollte man das Internet auch einfach verbieten, Digga. Control the media. Du bist dumm, du redest zu viel. Es ist alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben oder dem Fakt, dass es wirklich Leute gibt, die Gartenzwerge in ihrem Garten stehen haben. Maybe the news is just trying to hide something big from us. Big Chungus. Wisst ihr, was das Geilste an Verschwörungstheoretikern ist? Ja, nee, nicht, dass man nicht alles kritisch hinterfragen sollte, ne? Und nicht, dass uns, safe, die Regierung auch manchmal bei gewissen Sachen nicht alles erzählt und verarscht. Aber ich find's immer sau interessant, wie so Leon Lovelock-Schwänze oder so, wenn die da ihre kruden Theorien aufstellen, immer sagen, ey, guck mal, die Mainstream-Medien und so, das ist ja, die müssen das dann erstmal beweisen und ich glaube das alles nicht und das ist alles gleichgeschaltet. Und dann ist so ein random YouTuber mit 172.318 Abos aus Kanada, der irgendwelche kausalen Zusammenhänge zwischen irgendwas herstellt, der ist dann eine verlässliche Quelle. Weil da ist es dann egal. Staatliche, finanzierte, öffentlich finanzierte Medien sowie Journalisten liegen alle falsch und sind alle gleichgeschaltet. Aber ein YouTube-Kanal, der eine andere Idee hat, den kann man als Quelle benutzen. Das ist der Wahnsinn, Alter. Es ist der Wahnsinn. Und klar, es macht Spaß, sich da drinnen zu verlieren. Präastronautik, Pyramiden, Monster in der Tiefsee und so weiter und so fort. Aber die Quellenforschung von so Verschwörungstheoretikern ist so geil. Maybe the government is just hiding something big from us. Du hast es verstanden und der Rest der Welt ist noch nicht aufgewacht. Und wir Schlafschafe, Alter. Es ist so geil. Es ist so geil, Mann. Big Chungus. Yes, Big Chungus. Was hat das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia-Flug 370 oder Joe fucking... Ey, der Malaysia-Flug ist ja auch so krass, Alter. Biden zu tun. Biden
blast! Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben. Aber Kianosch ist aber irgendwie funny, Alter. Kianosch würde ich da so ein bisschen rausnehmen, weil Kianosch, klar, der hat damals mit dem Flache-Erde-Ding ein bisschen komisches Zeug geredet, aber Kianosch sagt ja auch selber, der hat ja auch Bock, da reinzugehen. Der hat ja auch Bock, sich da reinfallen zu lassen, aber der verkauft das dann nicht als Fakten, sondern das ist ja bei ihm irgendwie der Grind und da ist es dann was anderes, ne? Der geht ja nicht hin und sagt, ja, nee, das alles, was ich euch hier präsentiere, sind Fakten, sondern der geht da rein und sagt, ja, so könnte es sein und so könnte es sein. Das ist ja bei ihm auch eher so ein Spaßding. Zumindest interpretiere ich es so. Haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, ja, klar, wenn er wollen in 4000 Meter Tiefe warum safe. Steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass er die Passagiere da unten mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. Here are 8 reasons why I hate the internet. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. Ich freue mich voll auf die neue The Boys Staffel. I am an expert too. Expert, expert here. Those are experts. Expert, expert, expert here. The expert, expert. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein fucking Jetpack dran gebaut hätte. If all 5 passengers are losing air, why don't they just breathe? Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Kunden Nami-Cheatcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man Vin Diesel sagen würde, dass sich seine Familie gerade dort unten befindet. Ja, das ist aber Real Talk. Also wenn du zu Dom Toretto gehst und sagst, Bro, deine Familie ist auf der Titanic, die haben ja auch schon Autos in den Weltraum geschossen, dann würden die auch Autos in die Tiefsee schießen, Alter. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Ich schwöre, Fast and the Furious ist so beschissen geworden, dass es mittlerweile fast wieder Spaß macht. Ich fand so, also klar, Teil 7 war noch emotional wegen Paul Walker, Teil 8 war dann kompletter Müll. Aber seit Teil 9 und dann auch mit Hobbs & Shaw und so, ist es so unfassbar trashig geworden, dass es wieder lustig ist, finde ich. Also weil man sich halt auf was anderes einlässt, ne? Man muss halt sehen, dass es jetzt eine komplette Trash-Action-Reihe ist, die überhaupt gar keinen Anspruch mehr hat. Und dann kann man Spaß an Fast haben, finde ich, an den neuen Teilen auch. I got family. RIP Paul Walker an der Stelle. Regel 34 des Internets besagt, dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Auch über U-Boote. Auch über dieses U-Boot. How many men had she inside her? I think that's enough Internet for... Vegeta ist einfach der Goat, Digga. Ich habe einen Anti-Helden-Fable. Ich sammle die Dinger ja und auf meinem Schreibtisch stehen Vegeta und Sauron, wie es sich gehört. Today, you, what the fuck is wrong with you? I nutted. Artworks von U-Boot, zahlreiche Filmposter, Comics von Boomern, die viel zu spät in irgendwelchen TV-Magazinen landeten, Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games, in welchen das U-Boot... So eine Titanic-Playlist habe ich auch mitbekommen. ...Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods zu spielen ist oder nachgebaut wurde und... Sauron ist doch kein Anti-Held. Ja, seit spätestens seit Rings of Power voll, oder? Naja, in Rekord. Auch wenn Rings of Power Müll war. Aber Sauron ist ja auch im Silmarillion am Anfang schon als jemand mit Motiven und nicht als das reine Böse beschrieben worden. Also Sauron hat, wenn man sich mit der Vorgeschichte ein bisschen auseinandersetzt, mehr Grindelwald als Voldemort-Vibes, um mal ein bisschen Nerd-Talk zu machen. Zeit zur beliebtesten Gaming. Okay, Julian, so ist natürlich auch cool. 250k ist crazy. Lego-Nachbauten von dem Oceangate Titan U-Boot mit dazugehörender Titanic im Hintergrund. Warum ist meine Hose kalt und nass? So stirbt Batman nicht. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und der Controller. Oh mein Gott, der Controller. einfach die Nintendo Donkey Kong Bongos, Alter. Geil. My turn to... Noob Dogg. Hat momentan eine 3-Stream-Serie. Wundervoll, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Pilot the Submarine. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway to Hell-Kombo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hochtauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So, bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush von... Falls das Blue Monster kommt, schießt es einfach mit der Nintendo Zapper-Pistole ab. Stockton Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen.
sind Geschwister! Dreckige Hurenton, ich werde deine... Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Ist das alles gemein, Alter. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher in einen zeitlich sinnvollen Zusammenhang... Oh, das ist hier Dingsbums. Wie heißt denn der nochmal? Hier wird auch eine South Park-Folge. Tulu? Wie spricht man denn aus? Tulu? Tulu oder so? ...in Form einer Geschichte erzählen würde und sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzusetzen, dann würde diese Geschichte genau so aussehen. Alles fing an mit einer Explosion und 6 Passagieren, von denen einer der geheim versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegneten sie einem in Low-Quality drehenden Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Dr. Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte und so sind sie in einen naheliegenden Stein geknallt, was ein großes Loch im U-Boot hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem Holz, was er mitbrachte, 2 Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Fortgeschrittene Physik. Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die Urahnengeister der Titanic, mit denen sie dann zusammen einen Fortnite-Chuck-Chuck tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. Doch leider waren die Batterien des Controllers leer. Und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie abgefangen von Nautilus aus League of Legends, der einen Pentakill machen wollte, und so weichten sie aus und crashten in 2 zufällig direkt nebeneinander stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Gott sei Dank haben sie gerade so überlebt, doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen und ab da sah der letzte Überlebende, Thaddeus Tentakel, nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach 2 Tagen schließlich am Strand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Heraus kam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte, Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig, das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Stunt für den kommenden Film Titanic 2, Jack is back. Titanic 2, Jack's back. Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen. Menschen sind so dumm, Bruder. Ich weiß, es gibt schon Titanic 2, die Wiederkehr heißt der, ne? Von der großartigen Filmproduktionsgesellschaft Asylum, glaube ich. Heißen die Asylum? Ich glaube Asylum. Jay und Aria haben auch viel über Asylum gemacht, die immer so Trash-Ableger von gerade gehypten Sachen machen. Es sind mittlerweile 2 Tage vergangen, in denen die Passagiere dort unten feststeckten. Keiner weiß, wo sie sind. Sie wissen nicht, wo sie sind, doch plötzlich. Stimmt, das kommt ja noch dazu. Wenn die nichts, also das, ich glaube, die sind ja einfach geplatzt, ne? Also es war eine relativ schnelle Sache. Aber wenn die einfach gesunken wären und nur keine Kontrolle mehr über das Schiff gehabt hätten, die hätten ja auch nicht gewusst, wo die sind. Plötzlich gab es einen Lichtblick. Das Canadian Surveillance Aircraft detected underwater noises in the search area for a second day on Wednesday. Okay, Leute, nochmal eine Zwischenfrage. Offiziell ist der Blauwal ja das größte Tier, was jemals auf der Erde gelebt hat. Und jetzt frage ich euch, ist der Blauwal das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat? Dann bitte einmal Ja in den Chat. Oder ist der Blauwal nur das größte Tier, von dem wir wissen oder gewusst haben? Dann einmal Nein in den Chat. Ab dem Sonnenaufgang des 20. Juni hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen könnten. Ruhe, das geht langsam zu weit! Es gibt doch so eine Qualle, die größer ist. Nein, gibt es nicht. Ich rede von Größe, nicht von Länge. Es gibt eine Qualle, die irgendwie bis zu 40 Meter lange Tentakel und so weiter haben kann. Aber von Größe und Masse ist der Blauwal das größte Tier aller Zeiten. Von dem wir wissen. Ich glaube, Länge bis zu 32 Meter.
Da kommen Tiere ran. Es gibt auch nichts Längeres, aber das mit Körpermasse vereinbar, bei Quallen ist ja was anderes, weiß man offiziell nicht von was Größerem als von Blauwalen. Facts. Auch Megalodon nicht. Megalodon, glaube ich, 17, 18 Meter oder so. Was habe ich gerade gesagt? Ich rufe die Polizei! Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet. Von der US-Küstenwache bis zu der Navy, der Air Force, der kanadischen Küstenwache oder der nationalen Luftwache. Captain Baloo, Junge! Waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbojen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Oh, oh, oh. 41 Sonobui. Aber was hätten die gemacht, wenn die es gefunden hätten? Was hätten die gemacht? Wie hätten die es holen wollen? Das erschließt sich mir nicht. Dann wäre so, hey, wir haben gute Nachrichten für alle Familienmitglieder. Wir haben es gefunden. Wir können zwar jetzt auch nichts machen, aber wir wissen, wo eure Väter, Söhne, Brüder und Ehemänner sterben werden. Natürlich kam man auch auf die Idee, mit anderen U-Booten zu suchen, doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr es glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. Wait, is that Gabe? Come on, not every dude with a beard. Hi, this is Gabe. Der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben-Unterwasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. We're almost there, Freeman. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden. Wisst ihr, dass die Distanz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Erde, also der, sprich dem Mount Everest und dem Marianengraben, das beträgt, glaube ich, insgesamt so ungefähr knappe 20 Kilometer dazwischen. Der Marianengraben ist um die, ich glaube, etwas über 10 Kilometer tief und der Mount Everest etwas über 8 Kilometer hoch. Wenn die Welt nur so groß wäre wie eine Murmel, und man da mit dem Finger drüber streichen würde, dann wären wir nicht in der Lage, da überhaupt einen Unterschied zu erkennen in der Oberfläche. So gering sind diese Unterschiede im Verhältnis zur gesamten Erde. Habe ich letztens gelernt bei Neil deGrasse Tyson. Ich liebe Neil deGrasse Tyson, der folgt ihm alle auf Instagram. Sau interessant. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Physikkanal empfehle, aber Neil deGrasse Tyson ist sau interessant. Eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Victor 6000 zum Einsatz kommen. Wer ist Victor 6000? Ich bin Victor 6000. Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilten, alle auf der Suche nach einem nicht ortbaren und nicht... Okay, und dieser Sea-Motherfucker ist der Einzige, der ein U-Boot hat, was das wahrscheinlich auch nicht hochziehen könnte. Also nochmal die Frage, was hätten die denn gemacht, wenn die es gefunden hätten? Identifizierbarem Klopfgeräusch. Ich liebe deinen Pool an unnützem Wissen. Ja, ich weiß echt viel Quatsch, Alter. Ich weiß wirklich sehr viel Quatsch, das stimmt. Natürlich kam das überselbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu... Das ist doch dieser... Ist das nicht ein Franzose, der damals auch bei A-Place voll auf den Sack bekommen hat? Hatte Juice, glaube ich, schon mal in einem Video. Kam das überselbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean einfach aussaugen lassen. Kanadier, okay. Das U-Boot konnte... Aber so Franco-Kanadier, dass der Französisch spricht, vielleicht? Kann das sein? Weil ich habe den irgendwie mit französischer Sprache in einer Connection in meinem Kopf. ...durch das geniale Internet gerettet werden. Das Gesetz der Anziehung. Milliardäre, ein 12-jähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Hoppala. Hm. Okay, ja. Das Lachen war eine kleine Übersprungshandlung, ist natürlich ganz und gar nicht witzig. Oh, natürlich war das ein Post von 4chan. Also ist mit Banging Noises wirklich Fickgeräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend, indem er ihn brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drumrum und stocken rasch, hält den Kontrolle und macht Autogeräusche. Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zuvor... Boah, Orcas sind so Motherfucker, Alter. Wenn ihr mal im Meer seid, ne? Und da kommt ein Fisch von... Da, 5, 6, 7 Metern auf euch zu. Betet, dass es ein weißer Hai ist und kein Orca. Weil ein weißer Hai, wenn ihr komplett unter Wasser seid, euch ein bisschen groß macht und vorsichtig mit der Hand in seine Richtung, an seine Nase geht, weiße Haie lassen euch wahrscheinlich in Ruhe. Die haben gar keinen Bock auf euch, wenn die checken, dass ihr Menschen seid. Wenn Orcas kommen, dann seid ihr gefickt.
Dann seid ihr gefickt, Alter. Orcas sind unter Fischen bzw. unter Wassertieren dieser Größenordnung die Eisbären. Wenn Grizzly auf euch zukommt, legt euch hin, macht keinen Scheiß, vielleicht habt ihr Glück. Wenn ein Eisbär kommt, ihr seid gefickt. Und genauso ist das mit einem Hai. Wenn ein Hai kommt, der will euch erstmal wahrscheinlich nichts in 99% der Fälle. Wenn ein Orca kommt, ihr seid im Arsch. Ihr könnt nichts machen. Kennt ihr das Sprichwort für Bären? Wie man sich verhalten muss, wenn man einem Bären begegnet? If it's black, fight back. Das bedeutet, wenn ein Bär schwarz ist, wie beispielsweise Kodiakbären oder so, die könnt ihr wahrscheinlich noch beeindrucken, wenn ihr laut seid und zurückschlagt. If it's brown, lay down. Grizzlybären oder so, wenn die kommen, Embryonale, nicht bewegen, keine Bedrohung sein, vielleicht lassen sie euch in Ruhe. If it's white, good night. Wenn ein Eisbär kommt, ja nee, wenn ihr einen Eisbär ohne Glasscheibe seht und der kommt auf euch zu, ihr seid tot. Gute Nacht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der bumst euch. Wenn ein Eisbär euch im Visier hat und der hat keinen Bock auf euch, ihr seid im Arsch. Mehrmals Eisbären sind Spitze der Nahrungskette. Eisbären kannst du nicht finden. Sie das Internet eroberten, weil sie zahlreiche Fischerboote angegriffen hatten. Und bei Orcas ist unter Wasser halt ähnlich. Stop rooting for the Orcas ramming boats. Nice try, boat. Gleichzeitig gab es auch noch einen. Wie bei Löwen und Hippos, stimmt, ja. Löwen, wenn die euch nicht als Bedrohung wahrnehmen und ihr euch unterordnet und die haben gerade keinen Hunger, die machen dir nichts. Wenn ein Nilpferd es auf dich abgesehen hat, Nilpferde sind ja auch tatsächlich nicht durch Übertragung von Krankheiten, sondern durch rohe körperliche Gewalt die tödlichsten Tiere auf der gesamten Welt. Also durch körperliche Angriffe gibt es kein Tier, was mehr Menschen tötet auf der Welt als Nilpferde. Ich glaube, am gefährlichsten sind entweder Mücken oder Tsetsefliegen, eins von beidem durch Krankheitsverbreitung. Ratten dann wahrscheinlich auch noch mehr als Nilpferde. Aber wenn es wirklich nur um körperliches Töten geht, dann sind Nilpferde Bruder. Einen kleinen Zwischenfall. Weil die aber halt auch mehr Berührung mit Menschen haben als Eisbären jetzt, ne? Skandal, weil der Stiefsohn von einem der 4 Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit OnlyFans-Model. Milliardärs Stiefsohn geht lieber zum Rockkonzert. Oh, what is he supposed to do? Be sad at the house? Is he supposed to go look for himself? Yes. You're supposed to be at the house, sad. The goat. Ja. Also, wenn der jetzt seit 3 Jahren verschollen wäre, dann geh mal wieder auf ein Konzert, Bruder. Aber wenn es 2 Tage sind, also ich glaube, wenn mein Vater seit 2 Tagen vermisst werden würde, in einem U-Boot, beim Wrack der Titanic, ich würde die 2 Tage jetzt vielleicht nicht auf ein Konzert gehen. Hm? Und wenn, um mich abzulenken, würde ich es vielleicht nicht posten, so einen auf Good Life. Also ich finde so, diese Schwelle von 2 Tagen an Respekt kannst du engen Familienmitgliedern schon geben. Okay, wo kam Onkel Adi jetzt her, Alter? Den Zusammenhang habe ich nicht so gegriffen. Als nach 4 Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und so wurde das Suchgebiet verdoppelt. Sonarschleppbojen. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Was ist das nochmal für eins? Das ist kein TIE Fighter. Ist das das Schiff von Darth Vader? Ja, ne? Aus Episode 4 am Ende, glaube ich. Das müsste das Schiff von Darth Vader sein. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20 gleichen U-Boot-Witzen zu langweilen, so sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Val Kilmer, Junge! Habe ich Tom Cruise-Fans hier, die eine Träne vergossen haben bei Top Gun Maverick, bei der einen Val Kilmer-Szene, ihr wisst, was ich meine? Das war ganz, 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 ganz schlimm, Alter. Leave me alone! Ah! Akira! Okay. Ja, aber schlimm, hat mich auch echt getroffen, Mann. Wir haben es verschwunden, Iceman, stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen, doch bitte lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein U-Boot mit 5 Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff. Ey, ich schwör auf meine Mutter, ne, wenn man dieses Geld nehmen würde, keine Ahnung, nehmen wir mal an, diese Suchaktion hat insgesamt 100 Milliarden verschlungen.
Und diese 100 Milliarden hat man investiert und kommt mir jetzt nicht mit, ja, aber so und so und irgendwelche Vorlagen und Konventionen. Man hat dieses Geld genommen, um 5 Milliardäre zu retten, die sich in ein zusammengeklebtes U-Boot mit einem Logitech-Controller gesetzt haben. Stellt euch mal vor, wie viele Schulen oder Brunnen man davon hätte bauen können. Wie viele Zäune man vielleicht um Dörfer setzen könnte, wo irgendwelche Paramilitärs oder Miliztruppen in zentralafrikanischen Städten, Staaten Morde begehen. Wie viele Menschen hätte man mit diesem Geld retten können, die nicht in Lebensgefahr sind, weil sie sich gedacht haben, ich steige mal in dieses U-Boot, weil ich hab's ja, sondern Menschen, die einfach in die Scheiße geboren sind. Ich habe persönlich moralisch kein Verständnis dafür. Belor. Mag herzlos klingen, ist auch natürlich ein sehr einfacher Gedankengang, aber wisst ihr, was ich meine? Hätte man auch für 5 Nicht-Milliardäre gemacht. Ja, aber 5 Nicht-Milliardäre hätten nicht die Möglichkeit gehabt, sich in diese Situation zu begeben. Das ist ja eigenes Risiko. Und das, was da reingepumpt wurde, ne, die sind das Risiko bewusst eingegangen. Wie viele Leute stehen kurz vorm Tod, ohne es bewusst eingegangen zu sein? Ich weiß nicht, ob es so teuer war. Und wenn es 100.000 waren, weißt du, mit wie viel Geld du ein Menschenleben retten kannst? In einem Dorf, wo es kein Wasser gibt? Willkommen auf der Titanic. Oh, die Endszene von Titanic ist so schön. Die ist so schön, Mann. Nach exakt 111 Jahren nahm die RMS Titanic 5 weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der 5 Passagiere hat überlebt. So, RIP an der Stelle, aber auch selber schuld an der Stelle. Oh, ist das nun gemein. Die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel... Leslie Nielsen, Junge! Was denn jetzt? Leslie Nielsen ist der King, nackte Kanone. Und nochmal ein random Sidefact für euch. Wer von euch war schon mal im Phantasialand? 69 in den Chat. Das ist die erste Frage. Hm? Okay, sind ein paar. Wer von euch hat im Phantasialand auch diesen 4D-Kinofilm geguckt und hat jetzt ein Erwachen, wenn ich euch sage, dass der Piraten-Captain in diesem 4D-Pirates-Film, der im Phantasialand läuft, einfach Leslie Nielsen die fucking nackte Kanone ist? Das ist der Wahnsinn. Ich bin da bis letztes Mal, als ich im Phantasialand war, vor anderthalb Jahren oder zwei oder so, nicht drauf gekommen, dass das einfach Leslie Nielsen ist, der da diesen Main-Pirat spielt. Das ist so krass. Jetzt Leslie Nielsen ist der King und die nackte Kanone ist das lustigste Franchise, was es je gab. U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden, im Umlauf waren, wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen. Ja, die Spinne hat mich gekillt. Ich habe früher richtig Phobie gehabt. Mittlerweile habe ich das überwunden. Das sind immer noch nicht meine Lieblingstiere, aber ich komme auf Spinnen klar. Aber bei der Spinne habe ich immer die Augen zugemacht. Ich habe auch in der Hollywood-Tour als Kind, wenn man am Weißen Hai vorbei ist, habe ich mich immer so bei meiner Mama versteckt, als ich 7, 8 war, weil ich Angst vor dem Weißen Hai hatte. Und sich anzugucken, was genau passiert ist. Weil mein Vater aber auch voll Paranoia gehabt hat. Der Weiße Hai kam raus, da war mein Vater jung und der kann nicht gut im Meer schwimmen gehen. Ich bin mit meinem Papa mal auf Malle gewesen. Und der wollte nie raus ins Meer, weil der Angst, weil der traumatisiert war vom Weißen Hai. Und auf Mallorca geht ja an manchen Stränden der Strand so relativ flach ins Wasser. Und ich weiß nicht, wie alt ich war. Jung auf jeden Fall. Und dann bin ich so, keine Ahnung, 20, 30 Meter im Wasser gewesen. Und dann hat mich so eine Qualle erwischt. Ja, und dann hatte ich so Pusteln. Und dann sieht mein Papa nur am Strand, scheiße, mein Sohn ist da im Wasser, der hat mich ja die ganze Zeit im Auge gehabt und fängt auf einmal an zu schreien. Und der meinte, das war so eine Überwindung, dann ins Wasser zu rennen, um mich zu holen, weil er eigentlich so weit ins Wasser gar nicht rein wollte. Einfach nur wegen dem Film.
U-Boot verlor nach 2 Stunden den Kontakt zum... Aber er hat mich geholt, zum Glück. Da hat er sich überwunden und hat gedacht, ich rette meinen Sohn, da überwinde ich meine Haiangst mal. Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze 8 Stunden, bis man das vermisste U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall melden muss. Für Investoren und zukünftige Passagiere eine dicke rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nachdem nach mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, mehreren Tagen der... Da war Timeless, da ist Timeless. Timeless am Meer, Digga. Angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtete die US Navy auf einmal, dass man zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits 2 Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde. Und die Leute. Das ist ja ein komischer Zufall, ne? Den, die Connection kann man ja gar nicht herstellen. Blöd. Gelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militärtechnologiesystem das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert. Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger überlebt. Nein, ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boots durch einen Suchroboter gefunden und spätestens dann war klar, was passiert war. Shortly after arriving on the seafloor, we discovered the debris of the Titan submersible. Sadly, a rescue turned into a recovery. Have to apologize, we're still demobilizing. It's a lot of emotions. Alle tot. Messe nix. Alle tot. Die tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. 7. Klasse Physik, Außendruck stärker als der Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau ging wenigstens heißt schnell, ne? Implodiert? It is explosion. Just backwards. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 380 Bar oder die Last von 100 fucking Elefanten auf ein... Naja, es macht doch eigentlich, macht es doch einfach nur, oder? Es wird auf eine, auf eine Masse, die dem Druck von außen entspricht, quasi zusammenkomprimiert. Das bedeutet, die Leute sind eigentlich zerquetscht und deutlich dichter geworden. Das bedeutet, sie sind auf jeden Fall tot. Ganz schnell. Stößt. I'm doing this with my mind. In case you were wondering, this is all telekinesis. Nein, so sah das nicht aus. So auf keinen Fall. Das hier ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hülle des Minitauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, schöne Animation für 2003. Hier ist ein Metalltank, der implodiert. Okay, das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. Ja. What the fuck? Nicht vergessen, das U-Boot implodierte tausende Meter tief. Tot. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Debris is consistent. Womit die das geborgen haben, verstehe ich immer noch nicht, aber mal for real, dankbarer Tod, oder? Dankbarer Tod, es ist einfach wirklich zack vorbei. With a catastrophic implosion of the vessel. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren.
Was ist das Rote, was da austritt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Frag man sich nachher natürlich immer, woran die Lehne hat. Ich sag immer, woran die Lehne hat, frag ich immer. Doch, Moment mal. Wenn die Ocean Gate Titan nach 2 Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am 3. Tag? Sendet mehr Menschen. Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren oder dass Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. It was whales having sex. Doch, sind wir mal ehrlich, wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Nosferatu! Danach wurde Ocean Gate als Firma geschlossen. Die Spuren der Tragödie wurden versucht zu verwischen. Ja, und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. They couldn't handle the pressure, it seems. Die Tiefseeindustrie und alles, was auch nur ansatzweise nice. Mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeanes für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können. Vielleicht sollen wir das auch einfach nicht. Digga, vielleicht sollten wir auch einfach Löwen da leben lassen, wo sie leben. Vielleicht auch einfach schon Haie da leben lassen, wo sie leben. Gorillas da leben lassen, wo sie leben. Und Erdmännchen und Tiger im Dschungel lassen. Und uns auf das konzentrieren, was wir sowieso schon besiedelt haben und kaputt machen. Und die Tiefsee einfach Tiefsee sein lassen und uns damit arrangieren, dass wir da halt einfach nichts zu suchen haben. Hm? Wir können ja Messungen mit Sonar machen, genauso wie wir das Weltall mit Satelliten und Teleskopen erforschen können, aber vielleicht sollten wir die Tiefsee einfach Tiefsee sein lassen und uns denken, ist nicht unser Bier und fertig. Wäre das nicht schön? Können. Habe ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Ocean Gate kam dann auf die geniale Idee, sich anstatt dem Meeresboden dem Venus zu widmen. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Ich meine, U-Boote bauen kann er. Also, so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Überlassen wir das doch dem Elon. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Ja, und Sicherheit ist ab einem gewissen Punkt natürlich auch nur noch Verschwendung, ne? Wie wir gelernt haben. Barrieren durchbrechen? Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicherzugehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of toilet paper this time and uses the SpongeBob controller for steering it. Die ganze Sache hatte außerdem ein paar lustige Side-Effects. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard Top 100. Nachdem Leute anfingen, durch den U-Boot-Inzident den Song wieder zu streamen. Mathe- und Physiklehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5000 Bananen kaufen möchte. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Nachfrage. The famous Logitech controller that was used on the sub is now a bestseller on Amazon. Und das Produkt hat auf einmal Menschen einige so interessante weird, Reviews dazu bekommen. This makes me so angry. I can only go down with this controller. Up button doesn't work. It makes me so angry. I'm about to implode. Und auch das Spiel Iron Lung, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal überraschend viel Liebe vom Internet ab. Input funny rich men dying in a sub-joke here for the 1 millionth time. Firmen wie Subway mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Controller-Angebot und zahlreiche andere waren sich alle nicht zu schade. Das ist die ganze ein Scherz. Sache das Hot Wheels-Ding ist ein Scherz, zahlreiche oder? Digga. Ja, er hatte Nerven, Alter. Andere waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen und werden genauso wie die meisten auch deswegen wohl in der Hölle landen. What's this, you fucking piece of shit? What the fuck is this? Wow, danke Pornhub, dass ihr mir zeigt, dass das U-Boot 15.000 Cocks tief implodiert. Warte mal, 15.000 Cocks.
dann müsste ja jeder dieser Cocks so 26, 27 Zentimeter lang sein. Und ich dachte, ich wäre was Besonderes, aber wenn das die Durchschnittsgröße ist, dann habe ich nichts gesagt, Alter, dann bewege ich mich im Durchschnitt. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden. Nein, die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrashed, was jedoch sehr lustig wäre. Und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwassermikrofone aufnehmen können. Guys, is this Freddy Fazbear? Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Doch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos-snapped wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Nun gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit achtmal dem Wort Tod unterschrieben hat? Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abakowski, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aerowaggon baute. Nun, starker Wind, 114 km/h Geschwindigkeit, der Wagen entgleiste und... Für die Wissenschaft! Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind, wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte, das wussten wir auch schon. Ja, das lernen wir aber einfach nicht. Also, was nehmen wir mit? Das lernen wir einfach nicht, dass man die Natur nicht unterschätzen sollte. Niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre.